Ich habe euch was mitgebracht. Ihr seht das hier neben mir, ein Bild. Und die Predigt, der Titel der Predigt ist Energieumwandlung. Klingt ein bisschen umständlich, aber wenn du wach bleibst, weißt du in ein paar Minuten, in einer halben Stunde oder ein bisschen mehr, was ich damit meine. Das ist die Kernbotschaft von heute Morgen. Und die hat mit dem Kreuz zu tun, also mit Jesus und dem Kreuz und auch mit diesem Kreuz. Und 7 kleine Impulse, ja, gebe ich euch weiter. Und die erste ist einfach die Geschichte, wie ich zu diesem Bild kam. Der Bernd und ich waren im September vergangenen Jahres auf der BFP-Pastorenkonferenz, wie jedes Jahr, Hans-Peter, ne? So alle Jahre wieder. Und seit einigen Jahren ist es da üblich, dass am ersten Abend so eine feierliche Ausstellungseröffnung stattfindet von einigen Bildern christlicher Künstler. Einige der Pastoren im BFP, einige der Pastorenfrauen im BFP, verschiedene Leute, die dort Kunstwerke ausstellen, und das interessiert mich immer. Ich gucke da immer, schleiche da immer rum und schaue mir die an. Und so war das auch letztes Jahr im September. Ich bin am ersten Abend durch die Ausstellung, Bernd war irgendwo am Quatschen mit jemandem. So, es geht ja auch viel ums Connecten in der Konferenz. So, wir brauchen Austausch, Feuer, wie geht's dir und so weiter. Und da lief ich so alleine durch und es gibt eine Künstlerin, mache jetzt ein bisschen Werbung für sie, das ist die Rose Adrian Trienen. Deren Bilder, die reden immer zu mir. Also da habe ich das Gefühl, das hat nicht nur sie gemacht und sie ist sogar professionell ausgebildete Künstlerin, sind nicht alle dort. Aber da ist irgendwie, wie wenn der Heilige Geist diese Bilder gemalt hätte. So fühlt sich das für mich immer an. Und ich gehe durch die Ausstellung, da sind eine Menge Bilder gewesen und ich hatte 2 Favoriten. 2 Bilder, die mir richtig gut gefallen haben. Und ja gut, wir war spät, wir sind irgendwann ins Bett gegangen, ich habe mit niemandem darüber geredet, auch Bernd nichts erzählt, das war irgendwie kein Thema. Am nächsten Tag waren wir wieder in der Konferenz, es kommt eine Pause und irgendwie hatte ich so Lust, ich gehe mal an den Stand von den Trienens. Vielleicht kennt ihr den Willem, der macht die Gefängnisarbeit für den BFP Licht im Dunkel. Die hatten also ihren Stand und die Rose so ein paar Prospekte von ihrem künstlerischen Dienst, den sie hat. Und irgendwie, wir kennen uns, weil ihr Ehemann und mein Ehemann haben zusammen die Bibelschulbank gedrückt. Das waren also auf dem theologischen Seminar Klassenkameraden. Der Willem hat immer die Nüsse gekaut und du hast neben ihm gesessen. Ja, genau. Und dann bin ich zu ihr und habe gesagt, wie geht's euch und so weiter. Und dann sagt sie, oh, ich muss dir unbedingt was zeigen, Iris. Und ich so, gut, bin hinterhergetrottet. Sie geht mit mir zur Ausstellung und sie geht mit mir an die Wand, wo dieses Bild hängt. Und dieses Bild war einer meiner, ihr wisst schon, 2 Favoriten der Ausstellung. Und sie erzählt mir, wie sie dieses Bild gemacht hat. Dieses Bild besteht aus 18 Lochsteinen. Wer weiß, was ein Lochstein ist? Freiburg liegt ja nicht am Meer. Das sind Steine, die man an bestimmten Orten am Strand finden kann, die ein Loch haben. Und dieses Loch hat eben keine menschliche Hand da reingemacht, sondern das Meer. Je nachdem, wie die liegen und wie das Wasser dann spült, durch viele, 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 viele einzelne Wellenbewegungen entstehen dann Löcher und dann kann man die, so wie es die Rose gemacht hat, dann eben zum Beispiel so verwenden und aufknüpfen. Sie hat mir erzählt, ich hatte keine Ahnung von Lochsteinen, dass so Dinger relativ selten sind und dass man meistens 2-3 Tage suchen muss im Urlaub, bis man so ein Ding findet. Sie hat in ihrem Ostseeurlaub im vergangenen Sommer 18 dieser Steine im Gebet gefunden innerhalb von 2 Tagen. Also sie hat dann einen gefunden und Gott hat zu ihr geredet, er hat was mit einem Bild zu tun. Dann hat sie gesagt, okay, Herr Einstein, ist ein bisschen fade, was macht man jetzt? Und Gott hat ihr gesagt, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Und die hat die Teile gesammelt, als wären die da ausgestreut worden für sie. Dann hat sie dieses Bild gestaltet, ihr seht das, hat ein Kreuz daraus gemacht. Und eins habe ich vergessen, am Abend zuvor hatte ich den Gedanken, eigentlich könnt ihr dir mal so ein Bild schenken. Dann habe ich, weil ich ja heilig lebe, Buße getan. Ihr lieben Christen, seid ihr bei mir? Ich habe dann Buße getan, denke ich, Iris, was für eine egoistische Kuh bist du denn gerade? Was denkst du denn? Ich meine, die Frau lebt zum Teil davon und die Bilder kosten, die kosten richtig Kohle und es ist auch in Ordnung, dass die richtig Kohle kosten. Und dieses Bild war ausgezeichnet mit 600 Euro.
Und ja gut, wir stehen also vor dem Bild, sie erzählt mir die Story von der Ostsee und so weiter. Und dann merke ich, irgendwie will die mir das Bild so. Und ich denke so, Mist, wie kommst du aus der Nummer wieder raus? Es gibt ja diese Verkäufertypen, das sind meistens die Evangelisten, ne? So geistlich gesehen, die dem Eskimo den Kühlschrank verkaufen. Und so kam ich mir da so ein bisschen vor. Und ich dachte, okay, die hat gesehen, wir fahren so einen dicken Landy. Wahrscheinlich denkt die, die Iris kann locker mal 600 Euro und das Bild ist doch super. Und hat selber gesagt, dass sie es super findet. Und habe ich irgendwie versucht, aus der Nummer rauszukommen. Dann habe ich gesagt, du Rose, nee, ich möchte das nicht. Und dann sagt sie diesen Satz zu mir, du hast mich falsch verstanden, Iris. Ich möchte dir das Bild schenken. Ich meine, ich bin jetzt 2, fast 3 Jahrzehnte mit Menschen unterwegs in der Gemeinde und ich weiß, wie Kommunikation schiefgehen kann. Glaubt's mir. Und als ich dachte, ich wüsste, wie es läuft, habe ich gelernt, dass ich keine Ahnung habe, wie es läuft und wie Missverständnisse zwischen Menschen, also ich bin da sehr vorsichtig geworden mit den Jahren und dann habe ich ihren Satz wiederholt, so als wäre ich bescheuert eigentlich. Du möchtest mir das Bild schenken? Ja, ich möchte dir das Bild schenken. Und dann so also langsam habe ich angefangen, es zu glauben. Und sie sagte, sie hat dann weiter mit Gott geredet, als das Bild fertig war. Was mache ich mit dem Teil? Und Gott hat zu ihr gesagt, das ist für die Iris. So, das war cool. Ja, dann habe ich gleich Bernd gerufen und einen Autoschlüssel und habe meine Tasche und alles. Ich hatte was in der Hand. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich war völlig von den Socken. Und dann habe ich erkannt, dass der Gedanke, sie mir Bild schenken, gar nicht meine Vermessenheit und mein Egoismus war, sondern quasi eine vorauseilende Info vom Heiligen Geist, der mir gesagt hat, das ist dein Bild, das kriegst du. Und das Coole war, sie hatte schon einen Käufer. Es war jemand da am ersten Abend und der wollte am dritten Tag kommen und das Bild mitnehmen. Die hätte wirklich ihre 600 Euro dafür bekommen. Aber sie hat auf Gottes Stimme gehört, sie hat auf das Geld verzichtet und hat das getan, was Gott ihr aufgetragen hat. Was sagt mir das Kreuz? Das kannst du dir vielleicht denken. Das ist nämlich mein erster Punkt. Ich bin Gott wichtig. Ich bin Gott richtig wichtig. Nicht nur so wichtig, dass er mir meine Bedürfnisse erfüllt. Ich bin ein Kind von meinem Vater war in einem Arbeiterberuf, Nebenerwerbslandwirt, wie man so schön sagt. Also ich weiß, dass die Milch nicht aus dem Tetrapack kommt, aus erster Hand, ich war dabei. Und was ich gelernt habe von meinen Eltern, man kauft sich Sachen, die man braucht. Sachen, die Sinn machen, die notwendig sind und nicht so ein Unsinn wie Kunst. Und Gott hat aber genau gewusst, dass ich das Bild cool finden würde, lässt diese Frau 2 Tage für mich Steine sammeln, das für mich gestalten und schenkt es mir einfach. Weißt du, vielleicht kennst du Gott, vielleicht bist du Christ. Also nicht nur auf dem Papier, sondern im Herzen. Du hast was mit Christus zu tun. Aber ich glaube, es gibt noch so viel zu entdecken und für mich war darin eine große Lektion, dass Gott die Dinge, die etwas bedeuten, die mir etwas bedeuten. Und dass er dich manchmal so richtig überrascht und dir einen Wunsch erfüllt, der sinnlos in Anführungszeichen ist, um dir zu sagen, ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Meine Wünsche, meine Vorlieben nimmt Gott ernst. Er mag mich wirklich. Gott hat mir gesagt, er will auch, dass ich mein Leben genieße. Und das kann manchmal untergehen, so im Gemeindealltag. Und es sind ja lauter coole Sachen, die wir machen, wenn du deine Zeit investierst in Reich Gottes. Aber du musst auch gucken, dass du nicht dabei auf der Strecke bleibst. Gott mag mich wirklich. Gott möchte, dass ich mein Leben genieße. Und Gott ist so anders, als wir oft denken. Gott hat viel weniger Probleme mit vielen deiner Wünsche, als du vielleicht denkst. Jetzt kommt eine Geschichte, die steht nicht auf dem Handout, die kam mir spontan. Ich war mit Bernd verheiratet, ich habe sehr früh geheiratet, die Story kennt ihr vielleicht. Und klar, da will man nicht gerade ein Kind, aber eigentlich wollte ich gar kein Kind. Ich wollte nicht Mutter werden. Das heißt, es ist eine eigene Geschichte. Dann hat Gott mich davon geheilt, hat so einen innerlichen Knoten bei mir gelöst. Dann habe ich zu Bernd gesagt, gib mir noch einen Monat. Ja, ein Monat wird noch verhütet und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann hat eine liebe Schwester, die von meiner inneren Heilung hörte, mit der habe ich das geteilt, die sagte dann so einen Satz zu mir, ja, Iris, weißt du, rechne mal bloß nicht damit, dass das jetzt so schnell klappt mit dem Schwangerwerden. Weil Gott hat ja jetzt jahrelang auf dich gewartet.
jetzt wirst du auch eine Zeit auf ihn warten müssen. Und sofort war in meinem Kopf der Satz, das glaube ich nicht. So ist Gott nicht. Gott ist nicht so, wenn dir was leid tut und du umkehrst und du deine Einstellung änderst, dass er dir noch ein paar Jahre den Knüppel über die Birne zieht und sagt, so sind wir, oder? Also ich war schon so. Und ja gut, lange Geschichte kurz. Grace ist 18 Jahre alt, erster Zyklus, Zong, da war sie. Gott ist nicht so. Gott ist nicht nachtragend. Es ist nicht Gottes Ziel, dich fertig zu machen oder dir die schönen Dinge des Lebens vorzuenthalten. Er hat sie erfunden. Er hat sie gemacht. Er hat das Meer und die Steine zusammengebracht. So ist es Gottes Hand und die Hand der Künstlerin zusammen gewesen. Menschen haben mit vielen Ängsten zu tun und viele Christen haben Angst davor, Gott nicht wohlgefällig zu sein. Und wenn du von Menschen verletzt wurdest, denkst du vielleicht, Gott ist genauso, aber das ist gelogen. Gott ist nicht so. Gott ist für dich. Es ist nicht wirklich schwer, Gott wohlgefällig zu sein. Und ja, du kannst es nicht. Du kannst nicht so leben, wie Gott es erwartet. Schön, dass du es gemerkt hast. Aber Gottes Gnade hilft dir, das zu tun. Du bist aufgrund deines Glaubens angenommen und nicht aufgrund deiner guten Werke. Christen werden auch Gläubige genannt, nicht Leistungsmenschen. Stimmt's? Ja. Und die Bibel sagt in Jeremia 31, das ist ja so der heulende Prophet, drück dich nicht um den. Ich habe den gerade gelesen, da sind so viele Schätze drin, wo du Gott kennenlernen kannst. Und ein Schatz steht in Jeremia 31,3. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und wenn du heute Morgen Gottes Ziehen spürst, dann ist es seine Güte, nicht sein Moralpredigtfinger, sondern er sagt, komm, da ist mehr. Komm, ich lade dich ein, mich heute Morgen ein Stück besser kennenzulernen. Zweiter Gedanke, Gott macht aus Unvollkommenem Wunder-Volles. Gott macht aus Unvollkommenem Wundervolles. Jesaja 51,3 steht, denn der Herr tröstet Zion. Er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Gott kann mit kaputten Sachen richtig viel anfangen. Hast du das gewusst? Also der Bernd und ich, wir sind nicht so die Mega-Handwerker. Wir lernen mit den Jahren, aber wir kennen Leute in der Gemeinde, die habt ihr bestimmt auch. Das sind so. Wir haben einen Mann, über den hat jemand mal gesagt, der Uwe hat goldene Hände. Also der eine Uwe, den wir da haben, der hat wirklich goldene Hände. Und er sagt auch nie, warum das nicht geht. Der findet immer einen Weg und der bastelt Sachen zusammen. Der kann alles reparieren, vom Rollladen bis zum Schaltschrank und hast du nicht gesehen. Das ist der Hammer. Und darin zeigt sich für mich auch ein Stück weit, wie Gott ist. Gott kann aus irgendwelchen alten Teilen eine neue Maschine bauen. Überhaupt kein Thema. Und Gott kann aus Steinen, die Löcher haben, ein wunderschönes Kunstwerk herstellen. So wie meine Bekannte, die Künstlerin. Vielleicht hast du Trümmer in deinem Leben. Vielleicht kannst du dich mit so einem Stein ganz gut identifizieren. Vielleicht fühlst du dich wie der dickere hier unten oder wie das Mini-Teil hier oben. Du hast vielleicht das Empfinden, mir fehlt was. Ich bin leer, ich bin hohl. Da ist ein Defizit, da ist was rausgebrochen, da ist was weggespült worden aus mir. Und vielleicht guckst du ständig auf dieses Loch, was du bist und vergisst die ganze Zeit die Substanz, die ja auch noch da ist, aus der du bestehst. Gott sieht, wenn er einen Lochstein sieht, nicht was Kaputtes, Unbrauchbares für den Abfall. Gott sieht das Potenzial, Gott sieht das, was möglich ist. Gott sieht, dass er daraus was Wunderschönes machen kann. Vielleicht betrachtest du dich selbst nicht als wertvoll oder deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Gemeinde, deine Verwandten, was auch immer. Dann kehr um. Denn Gott sieht sie völlig anders. Dich, dein Ehepartner, deine Kinder, deine Gemeinde, er findet sie gigantisch gut.
Er weiß auch, dass da manchmal Löcher sind. Aber das ist für ihn kein Problem. Er sagt, dann nehmen wir Draht und dann bauen wir da mal was draus. Lass uns doch mal gucken, was da draus wird. Gott kann Dinge verwenden, die du wegschmeißen würdest. Und Gott kann sogar aus deinen Schwächen was Starkes machen. Das Kreuz, und dann kommen wir so ein Stück weit zum Thema, zur Überschrift Energieumwandlung. Das Kreuz verwandelt Versagen und Zerstörung in Sieg und neues Leben. Das Kreuz ist ein dramatischer Umgestalter für die, die glaubensvoll dahin gehen. Wind. Also bei uns in Limburg in der Ecke, da wachsen so wie Pilze aus dem Boden diese, wie ich finde sie hässlich, diese Windkraftanlagen. Kennt ihr die? Ich fahre nach Hause, meine Kinder, die sagen, Mama, da ist ja schon wieder einer mehr. Und dann kommen noch diese Flügel da dran. Und ja, ist jetzt auch wurscht, wo du politisch stehst, wie du zu Energien und sonst was stehst. Was die Teile jedenfalls machen, ist cool. Weil der Wind, der ja durchaus zerstörerische Kraft haben kann, Wind kann dir dein Hausdach abdecken. Ne? Wir haben solche Sachen, Bilder schon in Nachrichten gesehen oder womöglich schon erlebt. Das kann Sachen richtig zerstören, Tornados, keine Ahnung. Wind hat Zerstörungskraft. Und irgendwann ist ein schlauer Mensch auf die Idee gekommen, solche Teile zu bauen, wo er diese Energie, die zerstören kann, in was verwandeln kann, was Menschen nützt. Die Bibel sagt über das Kreuz oder das Wort vom Kreuz, es ist eine Torheit, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ich bin in der evangelischen Landeskirche groß geworden, das klingt so dramatisch, das heißt, wir waren Weihnachten in der evangelischen Kirche, das bedeutet das. Und ich wurde konfirmiert und als Baby haben meine Eltern mich mit Wasser besprenkeln lassen, das hieß dann Taufe. Aber ich habe nicht, wie die Bibel gesagt hat, geglaubt. Ich konnte als Säugling jetzt nicht glauben. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders war. Also glauben und dann getauft werden, das irgendwie hat das bei mir damals nicht funktioniert. Und ich war offen für Gott in diesem Gottesdienst. Ich wusste immer, der redet 20 Minuten, okay, jetzt haben wir, dann ist er fertig. Aber ich habe Gott nicht gefunden. Und ich sage das immer so, ich wäre getauft, Baby getauft und konfirmiert in die Hölle gefahren. Weil ich keine Ahnung hatte, was das Kreuz bedeutet. Ich wusste nicht, für was es steht und was es mit meinem Leben zu tun hat. Keinen blassen Schimmer. Man hat mir gesagt, ich muss die Bibelbücher, die Reihenfolge auswendig lernen. Habe ich alles gemacht. Habe dem Pfarrer zugehört, hatte den in der Oberstufe im Rallyeunterricht. Und ich wusste nicht, ich weiß bis heute nicht, ob der Mann wirklich glaubt, dass Gott existiert. Das ist mein Erleben von Landeskirche gewesen. Ich habe Gott nicht gefunden, erst durch so einen durchgeknallten Typen, den ich in der Disco kennengelernt habe, der kurz danach sehr schräg geworden ist. Und ja, wie ihr wisst das vielleicht noch, wir sind dann immer nach Karlsruhe gefahren. Es war also richtig nostalgisch, eben mit Segne sie. Haben wir beim Siegfried Müller kennengelernt, das Lied. Und wir singen das auch immer bei solchen Gelegenheiten. Das war wie bei uns zu Hause heute mit euren Zertifikaten und so. Das war richtig cool. Und ich freue mich über Leiter. Für jeden Leiter, der in der Gemeinde freigesetzt wird, können wieder 10, 12 neue Leute dazustoßen. Das ist super. Amen, macht das. Und dann habe ich auf Umwegen viel später, kurz vor meinem 15. Geburtstag, geschnallt, wofür das Kreuz steht. Das Kreuz bedeutet, Jesus ist meinen Tod gestorben. Das Kreuz bedeutet, ich habe in meinem Leben Mist gebaut. Ich habe Dinge getan, die Gott und Menschen verletzt haben. Ich bin ein Sünder, eine Sünderin gewesen. Vielleicht nicht nach menschlicher Durchschnittsmoral, aber um die geht es nicht. Es geht darum, was Gott als Sünde betrachtet. Der Radiergummi, den ich in der Grundschule meinem Freund Peter aus dem Mäppchen geklaut habe, ist Sünde. Es war mein einziger Diebstahl. Hab nicht mehr zu bieten in der Richtung, aber es war ein Diebstahl. Die Lügen, die ich meinen Eltern aufgetischt habe, um mich mit meinem Freund zu treffen, der 20 war und ich noch nicht 15, das war Sünde. Ich habe die verarscht. Ich habe die belogen. Vielleicht denkst du, du hast keine Sünde. Ich nehme mir die Zeit nach dem Gottesdienst, dann gehen wir zweimal durch die Bergpredigt und dann schauen wir mal, ob du keine Sünde hast. Wenn du, um mir die Zeit zu sparen, weil wir gehen wahrscheinlich essen und, ne?
wenn du niemals in deinem Leben deine Eltern doof fandest, wenn du niemals in deinem Leben einen Körperteil von einem Menschen intensiver betrachtet hast, mit dem du nicht verheiratet bist, den du nicht hättest betrachten sollen. Wenn du niemals geschummelt hast beim Spielen früher, wenn du niemals was downgeloadet hast, was du nicht bezahlt hast oder kopiert oder vervielfältigt und. Wenn du jetzt nicht gerade genervt bist von mir, das wäre dann auch Sünde übrigens, ne? Okay, wo ist der Mensch? Vollkommen perfekt. Du betrachtest dich dann vielleicht als nicht so ein Lochstein, sondern ich bin hier der fette Brocken, dem nichts fehlt. Komm mal her zu mir. Das größte Geschenk, was Gott dir machen kann, bevor du Christus, das ist natürlich erst das größte Geschenk, die Rettung durch Christus, ist, dass du raffst, dass du Gott wirklich brauchst. Und dass du verloren bist. Und dass das Kreuz der Hammer ist für dich, weil Jesus sagt, du hättest sterben sollen, aber ich bin für dich gestorben. In der Lobpreiszeit am Anfang habe ich nicht mitgesungen, weil ich so ganz laut empfand, dass Jesus hier vorne steht, seine Hand ausstreckt und irgendwelchen Leuten unter euch zuruft, tausch mit mir, tausch mit mir. Sein Arm so ausstreckt, tausch mit mir. Und dieses Loch irgendwo hier, es blutet nicht mehr, aber es ist da als Zeichen, für das, was er aus Liebe zu dir getan hat. Und er sagt, tausch mit mir. Hast du Trümmer? Hast du Schmerzen? Bist du enttäuscht worden? Ich weiß, wie sich das anfühlt. Gib's mir. Ich kann das tragen. Tausch mit mir. Ich gebe dir Leben dafür. Ich gebe dir Trost stattdessen. Ich gebe dir Freude statt deiner Depression. Ich gebe dir Hoffnung und neuen Mut. Ich gebe dir die Kraft, neu zu vertrauen. Da, wo du dich eigentlich verletzt zurückziehen möchtest. Wenn wir merken, dass Angst uns bestimmt oder dass Dinge, die uns wehtun, uns bestimmen, müssen wir zurückgehen an den Punkt, wo wir unseren Frieden verloren haben als Christen. Und wir müssen an der Schraube drehen und sagen, Jesus, mach das Ding heil, löse diesen Knoten in mir. Und das kann er nur tun, wenn wir aufhören, uns für vollkommen zu halten und uns selbst was vorzumachen. Freiheit bekommst du nur für die Sachen, die du ans Licht bringst und die du zugibst vor Gott und vor Menschen. Und das ist, manchmal denkt man, oh, was werden die denken oder wie wird Gott reagieren? Ich habe dir eben gesagt, Gott mag dich wirklich. Gott möchte, dass du dein Leben genießt. Gott möchte, dass es dir richtig gut geht. Über Daniel heißt es, kennt ihr die Geschichte von Daniel in der Löwengrube? So in den Kinderbibeln besonders dramatisch, nee, nicht so dramatisch, ist ja kein Blut oder irgendwas von den anderen Opfern von vorher zu sehen, aber das ist so eine einprägsame Geschichte und da habe ich einen wunderschönen Vers gefunden. Der steht in Daniel 6, 24, die zweite Hälfte von dem 24. Vers. Da steht, es wurde keine Verletzung an ihm gefunden, denn er hatte seinem Gott vertraut. Das Leben ist nicht immer nett. Menschen sind nicht immer nett. Dinge passieren. Ich habe mal in meiner Zelle, ihr würdet sagen, in meiner G12, so heißt das bei euch, ne? Meinen Frauen gesagt, ich weiß nicht, was mich da an dem Tag geritten hat. Ich glaube, ich sollte auch ein Buch schreiben wie der Bernd. Der Titel wäre aber, wie man Freunde verliert. Habe ich wirklich gedacht, weil irgendwie war wieder ein neuer Name auf dieser Liste gerade gelandet. Und es gibt ja Bücher, wie man Freunde gewinnt und wie man Beziehungen baut. Also Bernds Buch ist ja eins davon. Ich kann eigentlich nur eins schreiben, wie man Freunde verliert. Also da und da, da, da. Und dann habe ich mich so überführt gefühlt von Jesus, weil Jesus hat gesagt, Iris, meine Liste ist länger. Meine Liste ist länger als deine. Komm mal wieder runter und guck dir mal die Freunde an, die du gewonnen hast. In einem Buch darüber, dass man vom Teufel seine Träume nicht klauen lassen soll, las ich diesen Satz. Wenn du unterwegs bist, um die Berufung Gottes für dein Leben zu erfüllen, wenn du dem straight nachjagst und Gott treu bist, wirst du die besten Freunde finden, die du dir wünschen kannst. Oh Mann. Wenn du auf dem Weg bist, deiner Berufung von Gott nachzujagen und da richtig straight unterwegs bist, wirst du die besten Freunde finden, die man sich vorstellen kann.
Ja gut, wir sind ja noch nicht fertig. Wir hatten kürzlich unsere Mitgliederversammlung, das nennt sich bei uns XL-Treffen, wir haben alles nach Kleidergrößen gestaffelt. Ist wirklich so. Also Bernd und ich, unsere Besprechung ist XS und die ganz große ist dann XL. Und am Ende machen wir immer so eine Runde, das geht bei euch wahrscheinlich nicht, ihr seid zu viele, müssen wir uns dann eine Alternative überlegen, wo jeder was sagen kann. Und mein Abschlussstatement an dem Tag war, ich bin so froh, dass ich mein Vertrauen in Gott und Menschen nicht weggeschmissen habe in einer schwierigen Zeit, die ich mal hatte und die wir als Gemeinde hatten, sondern dass ich wieder auf volles Risiko gegangen bin. Denn heute Abend habe ich einmal mehr gesehen, dass es sich gelohnt hat. Das ist die Wahrheit. Es wurde keine Verletzung an ihm gefunden, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und wenn eine da ist, wenn du Gott vertraust, dann macht er das Teil wieder gut. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ist Gott für uns? Habe ich heute doch schon mal gehört. Steht hier in meinem Skript. Wer kann gegen uns sein? Scheint irgendwie wichtig zu sein, der Satz heute Morgen. Keiner. Amen. Was die Brüder Josefs zu seiner Vernichtung erdachten, verwandelte Gott in Sieg und Einfluss. Haman hat böse Pläne geschmiedet, aber er hing an dem Galgen, den er für Mordechai hatte aufrichten lassen. Der Teufel dachte, als Jesus am Kreuz hing, yes, I've got him, habe ihn fertig gemacht. Und er hat keine Ahnung gehabt, hätte er bloß gewusst, was ihm da blüht, dass er seine Niederlage gerade gefeiert hat. Gott benutzt Menschen, ist mein nächster Impuls. 12 senkrechte Steine. Hey, bei euch brauche ich über die Zahl 12 nicht so viel sagen wie woanders. 12 Stämme, Grundlage der Multiplikation, 12 Leiter, coole Vision, 12 Jünger. Gott erwählt das Törichte, sagt die Schrift. Gott erwählt Menschen, die unvollkommen sind, die, lass mich das Bild nochmal nehmen, Lochsteine sind. Und jemand sagte, und ich unterschreibe das, die Welt wird nicht von den Besten verändert, sondern von denen, die Gott glauben und Gott gehorchen. Ich scheine auch nicht wirklich überzeugt zu sein. Die Welt wird nicht von den Besten verändert, sondern von denen, die Gott glauben und Gott gehorchen. Amen. Amen. Wenn es dir wichtig ist, sagt Tony Robbins, findest du einen Weg, wenn nicht, findest du eine Ausrede. Wenn es dir wichtig ist, dass die Lichter anbleiben, also mir wäre das jetzt wichtig, wenn ich zu euch gehören würde, und ich finde das auch cool, ich würde das cool finden, dann findest du vielleicht einen Weg, da Unterstützer zu sein. Nächster Impuls, es kommt auf Jesus an. Hier sind 3 Steine und da sind 3 Steine. Dreieiniger Gott, Mensch, Geist, Seele, Leib sind auch 3 Teile und mit dem Stein in der Mitte sind es dann wieder 7, die Zahl für göttliche Vollkommenheit. Also wenn du da Freude hast an biblischen Zahlen, du kannst an dem Kreuz noch ein paar Sachen rausziehen. Das Kreuz ist der größte Energieumwandler aller Zeiten. Und wenn du Trümmer, Müll, Schmerz, Enttäuschung oder irgendeinen Unrat hast, kannst du den gleich Gott geben und Gott wird das verwandeln. Vorletzter Impuls, du bist ein königlicher Priester. 1. Petrus 2,9 steht es unter anderem. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das ist dein Job, das ist deine Auftragsbeschreibung, das ist, wer du bist. Was ist aus deiner Berufung geworden? Erinnere dich an die Male, wo du vielleicht vorne warst bei Aufrufen oder bei euren Encountern oder was ihr alles habt und Entscheidungen getroffen hast. Vielleicht denkst du daran zurück und denkst, Mann, da ist nichts draus geworden, ich habe Gott bestimmt enttäuscht. Soll ich dir was verraten? Gott kann mit Enttäuschung gut klarkommen. Der hat eine lange Liste und er ist nicht bitter geworden über die Jahrtausende. Der kriegt das gut gebacken, wenn du kommst und sagst, es tut mir leid, können wir nochmal von vorne anfangen? Er lässt dich nicht warten, wie die Schwester damals sagte. Er hat auf dich gewartet, jetzt lässt er dich. So ist Gott nicht. Gott läuft dir entgegen. Gott sagt, super, dass du es endlich geschnallt hast. Komm, lass uns loslegen, wir haben eine Welt zu gewinnen. Da sind noch ein paar Leute, die mich nicht kennen. Komm, wir brauchen dich, deine Gemeinde braucht dich. Komm, entdecke, wie wichtig du bist. Jemand sagte, Babys lassen ihre Zukunft nicht von ihrer Vergangenheit bestimmen. Egal wie dunkel die war. Sie sagen nicht, ich bin noch nie gelaufen, dafür bin ich nicht geschaffen.
Alles, was ich jemals konnte, ist krabbeln, krabbeln, krabbeln und so wird es immer bleiben. Oder Babys sagen auch nicht, wenn ich rede, versteht mich eh keiner. Niemand kapiert, was ich zu sagen habe. Meine Mutter manchmal, wird besser mit der Zeit, aber die alle anderen raffen es nicht. Ich werde nie richtig sprechen können. Das denkt kein Baby. Babys lassen sich nicht von ihrer Vergangenheit die Zukunft vorschreiben. Sie beobachten ihre Eltern. Papa läuft. Also werde ich auch irgendwann laufen können. Ich habe noch nie einen Toten auferweckt. Mein Papa macht das immer wieder. Und irgendwann werde ich das auch tun. Also, ich bin entschieden. Das war jetzt ein Iris-Satz. Vielleicht sagst du Amen. Und ja, unterschätze niemals, was Gott durch dich tun kann. Unterschätze das niemals. Guck nicht auf das, was dir fehlt. Guck nicht auf das, was die Zeit aus dir rausgespült hat. Guck nicht auf deine Form. Keiner ist so wie du und das ist gut so. Vergleich dich nicht. Mach dich nicht klein. Gott schaut dich an und sagt, mit dir kann ich was Großes bauen. Und das, was gegen dich gerichtet war, verwandle ich. Energieumwandlung. Das, was zum Schlechten, wie bei Josef gedacht war, hat Gott benutzt, um etwas Starkes zu tun. In meiner Teenie-Zeit habe ich Sport, also ich mache heute auch noch Sport, aber da war ich ein bisschen in einem Verein. Nicht getanzt habe ich, sondern ich habe Jujutsu gemacht. Kennt das jemand, Jujutsu? Irgendwelche Gesellschaft hier? Okay, dankeschön. Das fand ich damals cool. Und ein cooles Schlüsselerlebnis im Training war, als ich den Oscar, das war ein Freund unseres Trainers, der wog 40 Kilo mehr als ich damals, so über die Hüfte auf die Matte legen konnte. Das hat mir gut gefallen. Und das, was sie uns damals beigebracht haben, ist, wie man richtig fällt, ohne sich weh zu tun. Wie man richtig fällt, ohne sich weh zu tun. Wenn du Gott vertraust, kannst du auch fallen ohne Blessuren. Und wie man den Angriff des Gegners nutzt zu seiner eigenen Verteidigung. Das heißt, wenn der Oscar kam, es war natürlich dann gestellt zum Üben, holt aus, dann nehme ich seinen Arm, schwinge mir die 90 Kilo plus auf die Hüfte und da liegt er. Die Energie, die sich gegen mich gerichtet hat, habe ich benutzt, um einen Sieg daraus zu basteln. Viele Leute sind heute in dieser Opfermentalität gefangen. Habt ihr bestimmt schon gute Predigten hier drüber gehört. Hast du schon mal so darüber nachgedacht, dass das, was der Feind ersonnen hat, um dich auf die Matte zu legen, du dazu benutzt, um ihn auf die Matte zu legen und einen Sieg für Jesus daraus zu bauen? Denk doch mal darüber nach und sei doch mal entschlossen, wenn du Widerstand hast, wenn Feindschaft da ist, wenn Gegenwind da ist, zu sagen, ich drehe mich einfach um und ich nehme das Ding mit und ich nutze das, um meinen Oscar auf die Matte zu legen. Ob der 90 oder 100 oder wie viel Kilo auch immer wiegt. Und mein letzter Punkt ist, entscheide dich. Ich möchte euch einladen, sowohl die, die Jesus gar nicht kennen, sich auf Gott einzulassen heute und die, die ihr Jesus kennt, aber wo du merkst, boah, also Jesus, ich hätte ein paar Sachen gerne zum Tauschen. Und ich höre die Stimme immer noch. Ich höre, wie Jesus hier vorne steht und sagt, tausch mit mir. Ich sehe seinen Arm, der ausgestreckt ist und er sagt, tausch mit mir. Tausch deinen Müll, deinen Lebensschrott, tausch deine Sünde, deine Krankheit, deine Enttäuschung, deine Hoffnungslosigkeit gegen das Gute, die volle Ladung Gutes, die ich dir heute Morgen geben möchte. Bei uns im Rewe gab es so Bildchen zum Sammeln. Gibt es bei euch auch? Wahrscheinlich gibt es überall, ne? Diese Fußball und die M und dann die Dinger und dann die Dinger und die Kinder sammeln die Teile und woanders gibt es so Hüpffiguren und dann tauscht man ja. So manchmal im Supermarkt gibt es sogar so einen Samstag und sagen, da kann jeder kommen und kann tauschen. Oder mein Jüngster, der Kaleb, der nimmt dann die Sachen mit in seinen Ranzen und tauscht dann in der Schule. Die Glitzerbildchen von dem hat er noch nicht, aber sein Freund und so weiter. Und was denken wir dann immer, wenn wir tauschen? Wir wollen das haben, was uns fehlt, richtig? Wir wollen gut abschneiden. Wir wollen das in unsere Sammlung haben, was ich brauche. Wir denken selbstbezogen.
Jesus hat genau andersrum gedacht. Jesus hat gesagt, ich weiß genau, was du brauchst und was dir fehlt. Und ich biete es dir an. Und ich nehme den ganzen Schrott, der in keinem Sammelalbum mehr, den keiner sich mehr aufkleben möchte, den nehme ich. Wenn du mir vertraust, machen wir diesen Tausch. Und ich lade dich ein, lass uns doch stehen miteinander und beten. Und wenn du Gott was zu geben hast, dann ja, leg deine Hand auf dein Herz oder streck deinen Arm aus, gib Gott irgendein Signal und sei ganz bewusst vor ihm. Und Jesus, die wir uns jetzt innerlich aufgemacht haben, dir diese Antwort zu geben, zu reagieren, wir sagen dir, Jesus, ich tausche mit dir. Jesus, ich tausche heute Morgen mit dir. Ich gebe dir meine Enttäuschung, meinen Schmerz, die Liste von verlorenen Freundschaften. Ich gebe dir die Gedanken von Hoffnungslosigkeit und Depression. Ich gebe dir all die blöden Sätze, die ich gedacht habe, dass ich zu nichts zu gebrauchen bin, dass du nichts mit mir anfangen kannst. All diese Lügen, Jesus, gebe ich dir. Und ich tausche mit dir. Ich nehme aus deiner Hand, aus deiner durchbohrten Hand, empfange ich jetzt Liebe, empfange ich neue Freude, empfange ich neue wilde Entschlossenheit, Dinge, die sich gegen mich gerichtet haben, zu nutzen und sie in einen Sieg zu verwandeln mit dir. Danke, Jesus, für einen neuen Start. Danke, Jesus, für einen Durchbruch. Danke für neue Entschlossenheit, für neues Feuer. Danke, dass du aus meinen ausgehöhlten Sachen Kunstwerke baust. Und dass du so gut über mich denkst. Lehr mich so über mich zu denken, Jesus, wie du über mich denkst. Lass uns gemeinsam kreativ sein. Lass uns aus Trümmern neue Städte bauen. Lass uns nicht von der Vergangenheit bestimmen lassen. Wir sind wie die Babys, die zum Vater im Himmel schauen und gucken, was macht der eigentlich? Das will ich auch tun. Wir wollen dir ähnlich sein, Gott. Wir wollen dir wie Kinder vertrauen. Wir wollen dich neu in den Fokus nehmen und wegschauen von dem Dunklen, von dem Negativen. Wir schauen auf dich, Gott. Und wir sagen, wir glauben dir. Wir vertrauen dir. Und wir sind begeistert und zuversichtlich. Halleluja. Danke, Herr.